ein neues Gesicht bei der Viktoria Birkesdorf. Man kann sagen, herzlich willkommen in Birkesdorf. Das ist der Nico, ne? Mika Werner. Mika, ja. Werner, und kommt von welchem Verein, mit welchen Ideen nach Birkesdorf? Ich komme aus der JSG F01 aus Euskirchen und ich wurde für die neue Saison als Ergänzung dazugeholt und ich freue mich auf die neue Aufgabe. Ja, Ergänzung heißt, mit welchen Aufgaben hast du denn bis jetzt da in der Bezirksliga in F01 gespielt? Ich war auf der Innenverteidigerposition, war jetzt zu dieser Saison dann auch noch Vizekapitän und habe auch jedes Pflichtspiel von Anfang an gespielt. Was bewegt denn einen, sag ich mal, von Erf in der Bezirksliga abzuwandern jetzt zu einem neuen Verein hier in der Region in Kreis Düren? Vor allem die fußballerische Perspektive. Auch das Konzept vom Verein hat mir sehr zugesagt. Und ich wollte auch mal einen neuen Weg einschlagen und das hat sich jetzt hier halt angeboten. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die neue Aufgabe anzunehmen. Gut, als Student hat man natürlich viel Zeit. Man wohnt nicht so weit von Birkesdorf entfernt und auch schon mehrmals Kontakt gehabt mit dem neuen Trainer. Genau, ja. Also Marius hat sich bei mir gemeldet und hat mir die Sachen so ein bisschen erklärt. Dann war ich auch einmal hier, habe die Gespräche auch mit dem Vorstand geführt. Ja, hat mir alles gut zugesagt und dann ist mir die Entscheidung auch nicht allzu schwer gefallen. Wie ist denn vor Wochen der Kontakt zu Birkesdorf entstanden? Über den sportlichen Leiter oder über den Trainer oder über andere Wege? Nee, über den neuen Trainer. Also der stand immer schon ein bisschen in Kontakt und jetzt hat er mir dann erzählt, dass er hier ein neuer Trainer wird und dann hat sich's gut angehört und so habe ich mich dann dazu entschieden. Ja, entschieden jetzt bei Viktoria Birkesdorf, sage ich mal, die Schnüren anzusetzen und Fußball spielen zu wollen in der neuen Saison. Die Mannschaft ist natürlich über die Hälfte, er wird rund erneuert, ist natürlich eine große Aufgabe für das ganze Team. Ja. Mit welchen Voraussetzungen oder mit welchen Ideen oder mit welchen Zielen kommst du nach Birkesdorf, am Ende der Saison dazustehen, wo man sich das vielleicht vorstellt? Ja. Also das Konzept ist ja auch, dass man jetzt mit den neuen Spielern, jungen Spielern auch dann eine gute und zuverlässige Mannschaft aufbaut, die dann auch über die Jahre, dann die nächsten Jahre dann um den Aufstieg mitspielt und dann vielleicht auch in den nächsten Jahren dann auch dann wirklich aufsteigt. Das ist auch das Ziel. Du hast es eben mal angesprochen, Innenverteidigung, zweiter Kapitän in der Mannschaft. Tut das nicht weh, so einen Verein zu verlassen? Doch, auf jeden Fall. Also mir ist die Entscheidung auch nicht besonders leicht gefallen, aber man muss ja auch ein bisschen dann für die Zukunft gucken und da hat mir das Konzept hier sehr gut gefallen und deswegen habe ich mich dann auch letztendlich dazu entschieden. Ja, da kann man nur sagen, viel Glück, viel Erfolg und vor allem bleiben Sie gesund und am Ende der nächsten Saison kann man sehen, ob alles wirklich so gekommen ist, wie man sich das selbst vorgestellt hat. Vielen Dank. Danke.